Hallo und herzlich willkommen zurück zu Forspoken und dem Beagle. Wir wollen wissen, warum unsere Mutter uns weggegeben hat. Was zum Geier? Es ist wahr, Robian. Ich bin schwanger. Oh, Tanta Sinta. Das sind herrliche Neuigkeiten. Ich wusste, du würdest dich für mich freuen. Doch leider werden viele dieses Glück als einen Fehltritt meinerseits auslegen. Kinder sind immer ein Glück und ein Segen, Tanta Sinta. Sie sind die Hoffnung, die Welten miteinander verbindet. Meine Ordi hat mir mehr Freude gebracht, als ich mir je erträumt habe. Danke, alter Freund. Ich habe sogar schon einen Namen gewählt. Erfrey. Das bedeutet Hoffnung. Und genau das wird sie sein. Ein Lichtstrahl für ganz Athia. Ein Kind zweier Welten. Die Hoffnung, die unsere Welt wieder einen kann. Möge euer Wunsch in Erfüllung gehen, Tanta Sinta. Möge eure Tochter ein goldenes Zeitalter einläuten. Also kommt Frey sowohl als... Sie hat sich gefreut. Sie wollte mich. So war es also wirklich? Okay, zeig mir den Weg. Leitende Lichter führen dich zum bestimmten Erinnerungshinters, die sie an Frey weitergeben möchte. Folge den Lichtern, um die Wahrheit über die Geschehnisse in Athia zu ergründen. Dann machen wir das doch mal. Ich nehme an, am Ende des Lichtes warten Fähigkeiten auf uns. Tante Sinta ist glücklich! Glücklich, glücklich, glücklich! Sinta hat zu tun. Hör sofort auf, sie zu stören. Genug, Janesh. Komm, meine Liebe. Sag Hallo, wenn du magst. Hallo da drin. Ich freue mich darauf, dich kennenzulernen. Das wirst du schon bald. Du wirst doch mit der Kleinen spielen, nicht wahr? Natürlich! Ich kann es kaum erwarten. Janesh, wunderbar. Oh, Orden war ja niedlich. So friedlich habe ich Athia noch nie gesehen. Na gut. An irgendwas erinnert die Musik mich und ich weiß gerade nicht was. New York, eine große Stadt in einer weit entfernten Welt. Dank der Macht der Turaner nur einen Augenblick entfernt. Kann der Vater eures Kindes wirklich von so einem Ort stammen? Es war fantastisch, Robian. Ganz anders als in Athia. Funkelnde Lichter, wohin man schaut, und so viele Menschen. So viel Chaos, aber auch so viel Schönheit. Deswegen kannte Robian es. Solche Erfindungen habe ich noch nie gesehen. Unglaublich. Papa, das ist so lecker. Das, meine liebe Orden, ist ein Knisch. Meine Reise hat meine Entschlossenheit nur gefestigt. Athia muss das Neue begrüßen, sich weiterentwickeln. Nur so können wir stärker werden. Wir müssen diese Zeit der Missgunst und des Krieges endlich hinter uns lassen. Ich habe gesehen, welche Chancen so eine Welt bietet. Und mein Kind wird diese Welt real machen. Sie ist unsere Hoffnung. Ist ein bisschen hochgegriffen, ne? Sinta ist also auf demselben Weg nach New York gereist wie ich nach Athia und ist dort meinem Dad begegnet. Wer zum Geier war er? Okay. Kann ich hier einfach rausklettern? Ja.
Also ist sie eine Halbbewohnerin. Hörst du das Lied, Elfrey? Dein Vater hat es mir einmal vorgespielt. Ich habe es gelernt, damit ich dir später vorsingen kann. In dieser Welt gibt es für dich so viel Schönes zu sehen und zu hören. Deinen Vater wirst du noch kennenlernen. Er ist ein Held und zwar in jeder Hinsicht. Tut mir leid, Er. Du hast verdient, von deiner Tochter zu erfahren. Unsere kleine, kostbare Elfrey. Ich kann es kaum erwarten, dass ihr euch begegnet. Er? Al. Mein Vater hieß Al. Hieß. Er ist tot. Hey, hat sie mich etwa nach ihm benannt? Was ist das? Mir wird so warm. Und mit... Aber nur die? Oh. Alles andere ist weg? Elfrey, meine Liebe, meine Hoffnung. In dir steckt große Macht. Du musst nur danach suchen. In mir? Aber wie... Das ist doch bescheuert, aber jetzt habe ich immer noch nicht alle Kräfte wieder. Ich war nie glücklicher als damals, als ich dich in meinem Leib trug. Und so voller Hoffnung. Ich wünschte, diese Zeit wäre niemals zu Ende gegangen. Mhm. Sind das neue Hoffnung? Als wäre es ein Star Wars Film. Das ist Visoria, oder? Was wird Miss Cinta als nächstes zeigen? Ja, gute Frage, ne? Oh, hinterher, sonst finde ich das nie wieder. Also ist jetzt Reif nicht mehr hier im Moment? Nun. Und alles auf einmal frei von Gegnern, faszinierend. Viele evakuieren. Sofort. Ich werde ihn ablenken. Verstanden. Ich bringe die Menschen in Sicherheit. Die Wunden des Krieges sind kaum verheilt. Sie dürfen nicht wieder aufreißen. Berichte deinen Herren, den Reddick-Dämon. Und wenn sie Athia 1000-mal angreifen, wir werden es bis zum bitteren Ende verteidigen. Du wirst Visoria nicht länger besudeln. Diese armen Leute. Okay. Aber dann muss er ja den Bruch ausgelöst haben. Also Reif. Wenn ich Reif also töte, dann müsste der Bruch ja Geschichte sein. Und das, meine Leute, ist ein Tod, den ich sehr gerne kaufe. Aber die haben ja jetzt gesagt, die Tantas, dass definitiv ihr Tod notwendig war, weil ja ihr Verstand durch Susur, den Reif, komplett zerstört worden ist. Das heißt, man hätte, es ist dir halt die Frage, ist der Verstand meiner Mutter, also Cinta, auch komplett zerstört? Aber die ist ja ein Drache im Gegensatz zum Rest. Susurus, der Dämon, den die erste Tanta bezwang. Aber wie? Wie konnte er sich nur befreien? Fest steht, dass er im Begriff ist, ein Massaker anzurichten.
Wir müssen ihn unverzüglich wieder in Ketten legen. Ich fürchte, uns steht ein blutiger Kampf bevor. Dein Kind wird dabei womöglich nicht unversehrt bleiben. Ich werde mein Kind um jeden Preis beschützen. Und ich werde nicht zulassen, dass mein Volk zu Schaden kommt. Sinta, ich spreche zu dir nicht als Tanta, sondern von Mensch zu Mensch. Ich freue mich für dich, das tue ich wirklich. Darum versprich mir, bitte. Keine Angst, Olas. Ich werde mein Leben sicher nicht grundlos wegwerfen. Ich muss auch an mein Kind denken. Wow. Oh, ich kann da ein Foto machen, ob ich das noch kurz machen kann. Einen Moment bitte, da muss ich jetzt mal kurz nachgucken. Das? Yo. Der Winkel muss stimmen. Reif belästigt mich nicht mehr. Ist das schön. Ja, danke. Da muss ich hier zumindest schon mal nicht mehr so wirklich hin. Fertig. Aber ich habe jetzt doch nur noch... Ja, habe ich nur noch. Ich brauche den Reif nicht dafür. Sehr schön. Deswegen wollte Olas mich auch nicht verletzen, sondern mich nur in Schlaf legen. Sie hat gedacht, damit kann sie verhindern, dass der Reif mich weiter, mir weiter Schaden zufügt. Naja. Wie sagt man so schön? Hinterher ist man immer schlauer, ne? Ach, hier ist was dran. Ich fürchte, Susurrus wird diesen Ort ebenfalls zerstören. Was hier auch passiert, dank der Macht eurer Laternen wird sichergestellt, dass die Kinder weiter lernen können. Wenn wir fliehen, wohin es uns auch verschlägt. Ich weiß, dass ihr die Flammen von Ethiers Zukunft nicht erlöschen lasst. Tante Olas! Was werdet ihr uns heute beibringen? Vorerst muss der Unterricht leider entfallen. Folgt den Anweisungen eurer Lehrer und macht euch bereit für die Evakuierung. Na gut. Aber nächstes Mal lernen wir dann umso mehr. Versprochen? Verlass dich darauf. Schließlich liegt die Zukunft Ethias in euren Händen. Ihr werdet unsere Hoffnungen am Leben halten. Schätze, Olas wollte Ethia auf ihre eigene Weise beschützen. Die Tantas waren gute Menschen, bis Susurrus alles ruiniert hat. Das wurde ja immer wieder gesagt, dass sie gute Menschen waren. Hast du wirklich daran gezweifelt? Frey. Den Moment, als wir den Dämon banden. Indem wir die Bosheit des Dämons unter uns Vieren aufteilten, wollten wir ihn im Zaum halten. Doch leider kam es anders. Elfri, du bist die Tochter einer Tanta. Du hast die Macht einer Tanta. Du musst sie nur freisetzen. Och nö, ganz ehrlich, nein. Zeig uns deine Macht, Elfie. Beweise deinen Wert, tritt dein Erbe an. Nö, 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 nö. Der ist aber nicht so schwer wie der in, dieses Licht.
Ich kriege jetzt neue Fähigkeiten oder was? Offensichtlich. Ja, ist okay. Also Blitzsperrstufe 1. Verdrängung. Ich blende mich gleich wieder ein. Keine Sorge. Ich guck nur gerade. Warum kriege ich jetzt eine neue Kraft anstatt... Ich sagte doch, die Macht war die ganze Zeit in dir. Ich kann sie spüren. Mhm. Jetzt fehlen mir nur noch zwei Mächte, um die wiederzuholen, ne? Ich werde noch mal ganz schön aufgepusht, ne? Na komm. Krieg ich jetzt noch einen Gegner? Nee. Als seine Kräfte auf die vier Armreife verteilt waren, war das Scheusal unter Kontrolle. Vorübergehend. Dank dir fand ich die Kraft, ihm länger Widerstand zu leisten als die anderen. Ja, und dann? Okay, jetzt sind wir in Avoalet. Oh Leute, das wird, glaube ich, noch länger weiter gehen. Schätze, ich gehe da lang. Okay. Oh, Entschuldigung. Ich wollte eigentlich losspurten und dann hat sie einfach abgebrochen, was sie gesagt hat. Sehr ungünstig gewählt. Die Fesseln, die wir Susurrus angelegt haben, halten. Aber deshalb bat ich nicht um dieses Gespräch. Es geht mir um das Kind, das du auch. Entschuldigt, Leute. Ein Kind, vergessen wir das nicht, dessen Vater aus einer anderen Welt stammt. Sinta, uns obliegt deine Pflicht. Gerade du solltest das doch am besten wissen. Unsere Pflicht gilt dem Volk. Und mein Kind wird dem Volk dienen. Es inspirieren, ihm Hoffnung geben. Athia muss sich fortentwickeln und dank ihr wird es das. Kaum zu glauben, dass mir jemals jemand so viel zugetraut hat. Ich hätte immer noch gerne wissen, wer ihr Vater ist, wenn ich ehrlich bin. Ein Blutwurm oder ein Box. Erstmal hole ich mir hier diese Dinger alle. Da oben ist auch noch eins gewesen, habe ich gerade gesehen. Ich werde hier aber ganz schön vollgeballert, ne? Sogar richtig heftig vorgeballert. So, wir machen jetzt noch das Foto und dann würde ich sagen, machen wir hier eindeutig einen Cut rein. Na komm. Ab durch die Linse. Ich blende mich jetzt auch mal ein dafür. So, und dann schauen wir mal, ob wir nächste Mal dann die restlichen Erinnerungen alle finden. Oder ob nicht. Schauen wir mal. Also ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Wir kriegen jetzt richtig viel Information reingespammt.
sogar fast schon ein bisschen zu viel Informationsflut, egal wie notwendig sie gerade ist. Aber schauen wir mal, worauf es hinausläuft. Haut rein!